Bin jetzt angekommen. Was kannst du in deiner Umgebung so wahrnehmen oder spüren? Bist du draußen? Bist du drinnen? Ich bin draußen und es ist eine Horde Pferde und Krieger. Ah, okay. Und sind die mitten im Kampf? Die reiten irgendwo hin. Okay. Bist du auch ein Reiter? Ja, ich sitze auf dem Pferd. Bist du ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Okay. Was denkst du, wie man dich ruft? Johannes. Dann werde ich dich ab sofort Johannes nennen. Sag mal, reitet ihr in den Krieg oder reitet ihr davon? Was macht ihr? Weiß ich nicht, aber es wirkt recht friedlich. Okay. Dann reitet mal dorthin, wo ihr hin wollt und beschreibt mir mal diesen Ort, wo ihr jetzt hinreitet. Also ich sehe nur ganz viel Wald. Okay. Ist das Gebiet eher hügelig oder eher, ja? In welchem Land bist du denn? Was meinst du? Was kommt? Frankreich. Dann würde ich dich bitten, Johannes, dass du einmal zu dir nach Hause gehst und mir dein Haus oder deine Unterkunft beschreibst. Ein Steinhaus mit Stroh bedeckt. Du kannst ruhig etwas lauter sprechen, damit ich dich besser verstehen kann. Also ein Steinhaus, sagtest du. Wohnt da noch, geh ruhig mal rein, wohnt da noch jemand mit dir an dem Haus? Wie viele Stühle stehen denn in der Küche?
das kann ich nicht sehen. Okay. Hast du das Gefühl, du wohnst dort alleine oder wohnt noch jemand mit dir in dem Haus? Eine Kuh. Ah, okay. Aber jetzt kein anderer Mensch. Mm-mm. Okay. Wie alt bist du, Johannes? So ungefähr. Schau mal auf deine Hände, da kannst du das Alter besser herausfinden. Kommt was? Dann geh mal zu deiner Kuh, da gibt es bestimmt einen Trog mit Wasser. Und dort in dieses Wasser schaust du mal hinein und schaust mal, wie du im Gesicht aussiehst. Alt. Ja? Wie? Graue Haare. Aha, okay. Vielleicht um die 50. Okay. Dann beschreib mir mal, Johannes, was du so tust. Womit du dein Geld verdienst. Du was wahrnehmen? Was meinst du? Woher bekommst du das Essen und das Trinken, was du zum Leben brauchst? Was kannst du wahrnehmen? Gruselige Dinge. Das hat irgendwie immer mit dem Tod zu tun. Okay, dann beschreib mir mal die gruseligen Dinge. Vielleicht sind die gar nicht so gruselig. In einem Keller lagen ganz viele Köpfe rum. In deinem Steinhaus? Okay. Köpfe, frisch abgetrennte Köpfe oder Schädel? Na, schon noch mit. Also keine Schädel, sondern schon frisch. Okay. Wie kommen denn die dort rein in den Keller?
Wer hat die denn dort reingelegt? Irgendwelche Soldaten. Okay. Und was hast du für eine Aufgabe, weil du bist ja jetzt vor Ort? Was machst du? Ich bin Magier, aber so genau habe ich es nicht verstanden. Okay. Aber dunkel. So kein Guter. Aha, okay. Dann gehst du bei dreimal in eine Situation, wo du als Magier gebraucht wurdest. 1, 2, 3. Wer bittet dich um Hilfe, um deine Dienste? Der König. Aha, wie heißt der König? Ludwig. Um was bittet der König dich? Irre, ich soll die Drachen anführen. Aha, okay. Gottes Willen. Beschreib mal, einfach nur sprechen. Also scheinbar gibt es eine Horde Drachen. Aha. Und die sollen übers Land und dort für Verwüstung sorgen. Okay. Warum? Das Volk aufmüpfig? Oder warum sollen die das Land verwüsten? Das weiß ich nicht. Ist es deine Aufgabe, mit den Drachen zu kommunizieren? Okay. Es kann wohl kein anderer die anführen, also du. Okay. Dann gehst du in die nächste wichtige Situation von Johannes, dem Magier. 1, 2, 3. Wo bist du jetzt, Johannes?
Er ist verbrannt. Was ist verbrannt? Der Wald ist verbrannt. Okay. Warum ist er verbrannt? Die Drachen. Aha. Wie fühlst du dich jetzt? Traurig. Ja. Warum? Weil sich alles so tot anfühlt. Okay. War das dein Tun? Ja. Okay. Fühlst du dich schuldig? Was machst du, wenn du jetzt so diesen Wald betrachtest? Ich bin ganz tief traurig. Okay. Wie alt bist du jetzt ungefähr? 60. Okay. Dann gehst du bitte zur nächsten Situation im Leben von Johannes. 1, 2, 3. Wo bist du jetzt? Im Wald, aber es ist grün, die Sonne scheint und die Waldgeister sind da. Ah, okay. Magst du mal mit den Waldgeistern sprechen? Okay. Was haben sie dir denn zu erzählen? Dass ich für sie arbeiten soll. Wie alt bist du jetzt? 70. Und wirst du für die Waldgeister arbeiten? Was meinst du? Ja. Okay. Fühlt sich das besser an für dich? Okay. Was ist denn dann deine Aufgabe bei den Waldgeistern? Den Wald beschützen. Okay.